So, dann starten wir mit der Pressekonferenz nach unserem Bundesligaspiel gegen den VfL Wolfsburg. Ich darf die beiden Trainer hier oben auf dem Podium begrüßen und zunächst Niko Kovac um sein Statement zum Spiel bitten. Ja, hallo zusammen. Ich bin mit der Leistung, mit dem Ergebnis meiner Mannschaft sehr zufrieden. Ich denke, wir haben hier heute den Charakter dieses Spiels angenommen. Wir wussten, es wird nicht leicht gegen den VfB, der in den letzten Wochen wirklich viele, viele Fortschritte gemacht hat und eigentlich von den Ergebnissen hätte besser stehen müssen. Es kam natürlich noch hinzu, dass die Witterungsbedingungen heute etwas schwieriger waren für beide Mannschaften. Doch ziemlich warm, ziemlich trocken der Platz. Das ist eine Umstellung dann auch für die Spieler. Aber ich finde, wir haben nichts zugelassen vom VfB, nichts Nennenswertes. Und selbst haben wir, ich sage mal, die schlechteste Chance genutzt durch Omar. Hätten in der ersten Halbzeit in Führung gehen müssen. Und deswegen denke ich, dass wir heute sehr zufrieden sein können mit dem Sieg, den wir heute hier in Stuttgart erlangt haben. Danke. Vielen Dank, Niko Kovac. Dann Bruno Labbadia, bitte. Ja, Niko, Glückwunsch an euch. Ja, wir haben in der ersten Halbzeit nicht den Zugriff bekommen, den wir haben wollten. Wir wollten eigentlich Wolfsburg total unter Druck setzen. Hat Wolfsburg sehr, sehr gut gemacht. Wir haben uns taktisch in vielen Bereichen dann nicht so gut verhalten, plus dass wir einfach die ganzen Zwitterbälle, die wir in Frankfurt eigentlich alle gewonnen haben in der ersten Halbzeit, haben wir am heutigen Tag verloren. Trotzdem sind wir mit dem 0-0. Das passiert nun mal, weil Wolfsburg ist eine gute Mannschaft, ist eingespielt, das hat man gemerkt. Niko hat da gute Arbeit geleistet. Und das ist mal wichtig, auch dann zu sagen, okay, du gehst halt 0-0 in die Halbzeit. So sind wir es eigentlich auch angegangen. Haben gesagt, wir müssen Dinge verändern, wir müssen viel mutiger vorne angreifen. Haben dann einfach, wie gesagt, auch ein noch aus dem Mittelfeld mehr hochschieben. Das ist uns leider dann auch nicht hundertprozentig gelungen in den ersten Viertelstunde. Erst dann, als wir das Tor kassiert haben und als wir die Wechsel gemacht haben, haben wir den Zugriff bekommen, den wir eigentlich von Anfang an haben wollten. Dann ist es natürlich einfach schwierig gegen Wolfsburg, die schon sehr, sehr oft gerade auswärts zu Null gespielt hat, zu Torschancen zu kommen. Wir waren ein paar Mal dran, aber wir haben, wie Niko es gesagt hat, nichts Zwingendes rausgespielt, weil uns einfach da die Durchschlagskraft gefehlt hat. Bruno, vielen Dank. Dann kommen wir zu euren Fragen. Bitte nach einem kurzen Handzeichen, dass wir die Mikros liefern können. George Moisidis beginnt. Hallo. Bruno, eine kleine Erklärfrage. Wie erklärst du dir, dass Spieler, also nehmen wir das Beispiel letzte Woche Frankfurt, Dreierwechsel, die drei haben super funktioniert, haben das Spiel gedreht. Heute haben sie angefangen, waren schwach. Wieder kam der Wechsel, hast du gewechselt, die waren wieder gut. Also quasi die draußen waren beim letzten Mal. Kann man das erklären? Kannst du das erklären? Ja, das Phänomen, ich glaube, Niko kann das bestätigen, wenn du A gegen B spielst, gerade in so einer Phase, wie wir sind, dann merkst du einfach, die B-Mannschaft, die hat weniger Druck einfach, ne, weil sie davon ausgeht, dass sie nicht spielen. Das hat schon was auch mit der Psyche zu tun, überhaupt keine Frage. Trotzdem haben wir es einfach, finde ich, zusammen halt nicht gut gemacht. Wir hatten schon auch überlegt, in der Halbzeit schon zu wechseln. Weil wir natürlich gesehen haben, wir setzen uns vorne auch körperlich nicht gut durch. Hatten aber auch umgekehrt gedacht, okay, wir drehen das jetzt mit Dingen, die wir gezeigt haben, was müssen wir noch mehr machen? Wir müssen, wie gesagt, einen mehr noch nach vorne schieben, mutiger, müssen konsequenter auch durchlaufen. Das haben wir auch nicht gemacht. Und vor allen Dingen haben wir die Leute einfach zu einfach an uns vorbeigehen lassen. Da hatte ich schon gehofft, dass wir in der zweiten Halbzeit das ein Stück verändern. Aber Sie haben es richtig gesagt, ist dann erst durch die Wechsel gekommen. Das ist sicherlich auch eine psychische Sache immer wieder. Dann ist Felix Arnold der Nächste am nächsten Stehtisch, genau. Ja, hallo Herr Labbadia, Sie haben jetzt aus 10 Spielen einen Sieg geholt. Der VfB steht jetzt zum ersten Mal in dieser Saison auf Platz 18. Zum einen, wie bewerten Sie die neue Situation jetzt im Abstiegskampf und machen Sie sich Sorgen um Ihren Job? Also erstmal klar, das ist die Tabellensituation ist natürlich heute einfach nicht schön, keine Frage. Zu der Niederlage kommt das noch dazu, dass glaube Schalke kurz vor Schluss noch das Tor gemacht hat, Bochum gewonnen hat. Ist sicherlich keine schöne Situation, vor allen Dingen, weil wir noch in die Länderspielpause gehen.
das ist natürlich etwas, wir werden 8 bis 9 Spieler weg haben. Das hängt auch davon ab, ob noch jemand einberufen wird. Das ist, wie gesagt, natürlich nicht schön, weil wir einfach 14 Tage Leerlauf haben bis dahin und wir nicht optimal an Dingen arbeiten können. Was meinen Job betrifft, wie gesagt, mache ich mir jetzt wenig Gedanken gerade im Moment. Dann hier vorne in der zweiten Reihe und anschließend direkt davor. Nico, jetzt die Länderspielpause. Felix Metscher wurde nominiert für die deutsche Nationalmannschaft. Wie findest du das? Ist das gerechtfertigt? Und zweite Frage, Riedel Baku hat ja zum zweiten Mal nicht gespielt. Kannst du kurz sagen, warum? Ja, ich fange mal mit der zweiten Frage an. Ich finde, dass der Kilian in den Spielen, in den 2 Spielen, glaube ich, die er gespielt hat in der Hinserie, das gut gemacht hat und wir einfach der Meinung waren, dass wir hinten rechts, dort einfach mehr Defensive haben müssen. Deswegen haben wir uns jetzt zum zweiten oder dritten Mal für Kilian entschieden. Ich finde, er hat es gut gemacht, weil gerade auch die Stuttgarter in der zweiten Halbzeit schon ziemlich Druck gemacht haben über unsere rechte Seite. Deswegen kriegt er den Vorzug. In der Hinserie hat der Riedler den Vorzug gehabt. Jetzt ist es beim Kilian, so ist es im Fußballgeschäft, beziehungsweise so ist es in jeder Mannschaft, egal wo man Trainer ist oder wo man spielt. Und zur ersten Frage, ja, ich freue mich unheimlich darüber, dass der Felix einberufen wurde, weil er schon ziemlich gute Fähigkeiten hat. Vor allen Dingen am Ball, das hat man heute, glaube ich, in einigen Situationen gesehen, dass er trotz seiner Körpergröße immens stark am Ball ist, dass er Lösungen findet unter Druck in engen Räumen, in engen Situationen. Und klar braucht man etwas Glück. Am Anfang der Saison fragt er mich noch, ob er vielleicht nicht irgendwo hingehen kann, wo er spielen kann. Habe ich gesagt, nein, weil du bleibst hier. Wir haben schon gesehen, dass er was kann. Die Problematik, die er in der Vergangenheit hatte, waren die Verletzungen bzw. die körperliche Fitness. Das haben wir jetzt soweit in den Griff bekommen, aber es geht immer noch nach oben. Und das ist der Fußball und als Mensch muss ich sagen, ist ein ganz toller Mensch, ein ganz feiner Kerl und umso mehr freut es mich, dass der Hansi ihn berufen hat. Dann geht's weiter mit Carlos Urbina. Ja, Frage an Bruno Labbadia. Du hast ja gesagt, dass nach dem Wechsel und dem Rückstand ein bisschen besser geworden ist. Muss man am Ende nicht trotzdem sagen, dass das zu wenig ist, was da in der Mannschaft an Energie kommt, um sich gegen die Situation zu stemmen? Ja, in der ersten Halbzeit war es definitiv so. Es war ein großes Thema, dass wir heute gegen diese Mannschaft extrem viel Energie brauchen. Aber ich habe es ja schon mal gesagt gehabt, ich weiß, dass man das nicht gern hört, aber das ist natürlich einfach so, dass wenn du in so einer Situation steckst und der Gegner es gut macht, dass dann einfach ja, die Energie nicht immer da ist, wie man sie haben möchte. Vor allen Dingen, wenn man es nicht bündelt. Und was für uns schwierig war, finde ich, dass wir es einfach nicht gut zusammen gemacht haben. Ja, also ich gehe momentan nicht davon aus, dass jeder automatisch ein Selbstvertrauen hat. Das kann einfach nicht in unserer Situation so sein. Aber umso wichtiger ist, dass wir Dinge befolgen, die wir machen müssen. Gerade wenn wir uns vornehmen, den Gegner extrem unter Druck zu setzen und wir dann aber einfach nicht weit genug eindrücken, stehen bleiben und solche Dinge. Und dann kommt das andere natürlich noch mehr zum Tragen. Plus, dass man natürlich gemerkt hat, dass wir heute auch nicht dieses Selbstvertrauen gehabt haben, uns mit dem Ball so zu zeigen, wie wir es schon gemacht haben. Gerade in den vergangenen Wochen haben wir A, weil wir uns nicht so gezeigt haben, B, das muss man mal ganz klar sagen, weil Wolfsburg permanent an uns dran war, uns immer wieder einfach unter Druck gesetzt hat, immer wieder gestört hat bei der Ballannahme. Und das ist natürlich dann in der Situation, in der wir stecken, kommt dann eins zum anderen. So, dann war Simeon Kramer der Nächste, zweite Reihe. Ja, meine Frage auch an Sie, Herr Labbadia. Sie haben gerade gesagt, das hat sicherlich auch ein bisschen was mit der Psyche zu tun. Ja. Jetzt steckt diese Mannschaft gefühlt seit 2,5 Jahren im Abstiegskampf. Ja. Das Spiel wurde heute sicher auch im Kopf verloren. Wie wichtig ist dieser Faktor Psyche und was kann man dagegen tun als Trainer? Was können Sie machen? Das, was wir die ganze Zeit machen, permanent immer wieder in Einzelgesprächen, in Gruppengesprächen, das werden wir nicht verändern, weil das einfach dazugehört. Und
die meisten erwarten einfach, dass man immer Ergebnis sieht. Nico hat es ja vorhin gut angesprochen. Er sagt, wenn du dir die Spiele anguckst, für das, dass wir eigentlich in der Situation stecken, hatten wir teilweise sehr gut Fußball gespielt. Uns fehlt einfach die Torgefahr. Das kann man nicht wegdiskutieren. Das ist einfach so. Ja. Das ist sicherlich ein Problem. Dann aber auch dieses saubere Spiel, was wir auch schon oft angesprochen haben, also wo wir unbedrängt Bälle irgendwo hinspielen, die wir einfach oder oft mal in den Rücken reinspielen. Und das ist natürlich gegen eine Mannschaft wie Wolfsburg, die dann so diszipliniert spielt, einfach schwierig. Da musst du auf einen Millimeter genau in die Vorwärtsbewegung spielen. Ich kann mich erinnern, in der zweiten Halbzeit haben wir uns gerade auf der linken Seite gut durchgespielt, aber wir haben es nie geschafft, dass wir jemanden so frei bekommen, dass er einfach die Flanke reinbringen kann, obwohl derjenige frei war, weil einfach der Pass in den Rücken reinkam oder wie gesagt auch zu weit kam und so. Das sind Dinge, an denen wir arbeiten, aber ich kann es einfach nur sagen, wenn man ich weiß, was in den Spielern vorgeht. Ja, das ist immer leicht gesagt, ihr müsst jetzt. Das geht nur, wenn sich jeder gegenseitig hilft. Und das haben wir dann in der zweiten Halbzeit wesentlich besser gemacht, weil wir einfach den Mut zusammengenommen haben und einfach viel höher gepresst haben. Wollten wir eigentlich von der ersten Minute an, muss man ganz klar sagen. Das ist leider nicht gelungen. So, dann ist Christina Puck die Nächste und dann Felix Arnold. Die Fans haben den 18. Platz oder die Leistung auch mit gellenden Pfeifkonzert quittiert. Wie schwer war dieser Gang dann vor die Kurve und inwiefern haben Sie Verständnis dafür? Ja, der ist ja nie schön, ist ja keine Frage. Ne? In dem Moment kannst du ja nichts richtig machen. Bleibst du weg, dann ist es eine Enttäuschung, wenn du hingehst. Ja, das ist so. Wir müssen das akzeptieren, weil dass unsere Fans dann nicht erfreut sind, wenn wir Heimspiele jetzt verlieren oder wie heute verlieren, das ist keine Frage. Also da mache ich überhaupt keine Wertung, sondern das ist eher unsere Enttäuschung, die dann riesengroß ist. Dann bitte Felix Arnold. Ja, vielleicht auch noch mal eine positive Frage. Joscha Wagnermann wurde diese Woche für die Nationalmannschaft nominiert, obwohl er bei Ihnen in der Mannschaft aktuell an Waldemar Anton hinten rechts nicht vorbeikommt. Zum einen, wie sehr freuen Sie sich für ihn? Und zum anderen, steigen jetzt auch seine Chancen beim VfB wieder regelmäßiger zum Einsatz zu kommen? Also das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Ich habe mit dem Hansi Flick in der Woche zweimal telefoniert. Ich hatte schon letzte Woche mit Toni Di Salvo gesprochen wegen der U21, weil eigentlich er für die U21 eingeplant war. Wir haben es empfohlen, weil er jetzt auf dem Stand ist, wo man sagt, okay, jetzt ist er gerade stabil. Wir haben ja schon oft drüber gesprochen. Dann hat mich Hansi angerufen und hat gesagt, wie ich ihn sehe. Und ich sag, ja, er ist jetzt gerade total im Kommen. Er hat das erste Mal wieder seit längerer Zeit mal verletzungsfrei. Man sieht, dass er jetzt auch körperlich in dem Bereich drin ist. Jetzt im Grunde braucht er Spielpraxis. Und das ist natürlich Spielpraxis immer zu erlangen bei einem Verein, der gerade um Abstieg spielt. Das ist nicht immer so einfach. Ne? Da muss man sich manchmal auch für die Stabilität entscheiden. Aber wir freuen uns für ihn. Also ich habe es ihm auch gesagt, definitiv bekommst du jemanden, der gerade jetzt im körperlichen guten Bereich ist und er will was probieren, das hat er auch ganz klar gesagt. Ich hatte mich schon gefreut gehabt, dass er zu U21 fährt, weil Toni mir sagte, dass er ja zwei Spiele machen könnte da. Ich hoffe natürlich, dass er jetzt bei der Nationalmannschaft so viel wie möglich Spielminuten bekommt, ja, weil er die natürlich jetzt unbedingt braucht. Aber es ist schön und auch die Mannschaft hat sich gefreut. Wir haben das gestern bekannt gegeben bei der Spielerbesprechung. Und die Freude war für ihn sehr, sehr groß. Und ich glaube, er kann auch damit umgehen, dass er weiß, okay, er ist ein Perspektivspieler für die Nationalmannschaft. So sieht ihn Hansi auch. Und ich hoffe, dass er das als was Positives mitnimmt. Und das, was er da mitnimmt, bei uns einbringt, weil das kann man gut gebrauchen. So, dann gehen wir zum Schluss nochmal in die zweite Reihe. Nochmal eine Frage an den Gästetrainer. Omar Mamouche erzielt das 1-0, Ex-Stuttgarter. Ich fand ja auch eine super Performance heute. Jetzt ist die Vertragssituation bei ihm ja immer noch ungewiss. Der Geschäftsführer hat gerade gesagt, es gibt noch keine Absage am VfL. Das heißt, im Prinzip ist es anscheinend wohl noch offen.
Wirst du mit ihm mal reden? Wirst du ihn nochmal davon überzeugen wollen, in Wolfsburg zu bleiben? Oder denkst du, die Sache ist schon erledigt? Ja, es ist sehr schwierig. Der Marcel hatte ihm schon vor einer langen Zeit, glaube ich, schon etwas vorgelegt. Aber anscheinend sind wir uns noch nicht näher gekommen. Und da gibt es jetzt auch nichts Neues. Also mein Gefühl, aber auf Gefühle soll man sich ja nicht immer verlassen, sieht so aus, ja, dass er wahrscheinlich weggeht. Das ist mein Gefühl, aber ich würde mir wünschen, dass ich mich mal täusche. Gerade in dem Fall, weil er das richtig gut macht, muss man auch sagen. Er lernt auch dazu, er ist 24, er ist noch jung. Und wenn er versteht, dass er die Tiefe attackieren muss mit seiner Geschwindigkeit bzw. mit seinem Schuss, dann kann es ein richtig guter Spieler werden. Und wenn er denkt, er muss da wie Messi spielen, dann wird es problematisch. Gut, dann sind wir durch. Ich danke beiden Trainern, danke Ihnen fürs Kommen, wünsche einen guten Nachhauseweg. Schönen Abend. Ja.